B wie Borderline-Persönlichkeitsstörung. Bei Menschen mit Borderline, da wirkt das Gefühlsleben oft chaotisch. Sie haben häufig Stimmungsschwankungen. Das heißt, die pendeln zum Beispiel schnell hin und her zwischen super gut gelaunt, gereizt, wütend und niedergeschlagen. Weil Menschen mit Borderline ihre Gefühle schlecht regulieren können, sind sie häufig innerlich stark angespannt. Und um dem zu entkommen, dieser Anspannung, quasi um Dampf abzulassen, verletzen sich viele absichtlich oder suchen sich gefährliche Hobbys oder trinken zu viel Alkohol oder nehmen Drogen. Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, so heißt die Krankheit korrekt, haben etwa 3 von 100 Menschen. Frauen und Männer haben das wohl etwa gleich häufig. Warum bekommt man Borderline? Also soweit man weiß, fördern bestimmte Gene, dass eine Borderline-Persönlichkeitsstörung entstehen kann. Bei Menschen mit Borderline schwanken von Natur aus die Gefühle stärker als bei gesunden Menschen und auch das Selbstbild, also wie man sich selbst sieht, das kann gestört sein. Außerdem spielen zum Beispiel bestimmte Lebenserfahrungen eine Rolle. Viele Betroffene haben in ihrer Kindheit und Jugend über längere Zeit sexuelle oder körperliche Gewalt erfahren oder sie wurden vernachlässigt. Und es ist wohl so, dass das Gehirn zum Teil anders funktioniert. Man kann dann Gefühle nicht so gut verarbeiten, nimmt Schmerz anders wahr und reagiert empfindlicher auf Stress als andere Menschen. Woran merkt man, dass man die Störung hat? Borderline fällt schon im jugendlichen oder im jungen Erwachsenenalter auf. Und wie gesagt, die meisten fühlen sich sehr stark angespannt und verschiedenen extremen Gefühlen ausgesetzt. Sie schwanken sehr schnell zwischen super gut gelaunt und niedergeschlagen. Und dazu kommt, dass sie häufig sehr impulsiv sind, also plötzlich und spontan handeln. Um ihren inneren Zustand in den Griff zu bekommen, verletzen sich viele dann selbst, also die ritzen sich zum Beispiel die Haut ein, andere trinken zu viel Alkohol, nehmen Drogen. Manche essen auch ganz viel ohne Maß, fahren zu schnell Auto oder wechseln häufig ihre Partner. Und weit über die Hälfte der Betroffenen versucht mindestens einmal, sich das Leben zu nehmen. Was kann man gegen Borderline tun? Also, es gibt 2 gute Nachrichten. Die eine ist, die Störung wird häufig schwächer, je älter man wird. Und manchmal geht sie sogar ganz weg. Die zweite gute Nachricht, man kann die Störung behandeln. Was gut hilft, das ist Psychotherapie. Das ist ein Gespräch, das man regelmäßig zum Beispiel einmal die Woche führt, entweder einzeln mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin oder auch in einer Gruppe mit anderen Betroffenen, die dann ein Therapeut oder eine Therapeutin leitet. In diesen Gesprächen, da geht es dann um Gefühle, Gedanken und so weiter. Am Anfang kann es auch sein, dass man diese Art der Therapie für mehrere Wochen in einer Klinik macht. Manchmal werden zusätzlich Medikamente verordnet, aber eher um Beschwerden oder Krankheiten, die oft zusammen mit Borderline auftauchen, zu behandeln, also zum Beispiel Schlafstörungen oder Depressionen. Das war's mit dieser Folge von Gesundheit hören, das Lexikon. Ich bin Peter Glück, Chefredakteur von Gesundheit hören und das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Wer mehr zu dem Thema wissen will, für den haben wir einen Artikel in den Infos zu dieser Folge verlinkt. Und falls es euch nicht gut geht, dann findet ihr dort auch Anlaufstellen, wo man euch helfen kann. Übrigens, habt ihr euch auch gefragt, warum die Krankheit so heißt? Also Borderline bedeutet übersetzt ja sowas wie Grenzlinie. Und das ist deswegen so, weil die Anzeichen zu 2 psychischen, also seelischen Krankheitsbildern passen, also sozusagen auf der Grenzlinie zwischen den beiden sind, nämlich zwischen einer Neurose und einer Psychose.